ich das mache. Machen wir es erstmal so. Das ist auch mal eine Art, was zu fusionieren, oder? Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory. Vor Update 6, meine lieben Freunde, wollen wir es nochmal richtig krachen lassen. Ich möchte es endlich schaffen, vor Update 6 meine Verarbeitung von Plutonium zu starten unter der Map. Also, was heißt Verarbeitung? Ich möchte das Recycling von dem Atommüll aus den Zellen, die wir produzieren, also die Plutoniumzellen, in Brennstäbe, Plutoniumbrennstäbe, endlich mal zum Laufen kriegen, damit mein Plutoniumzellenlager nicht ständig vollläuft. Das ist der Plan, genau. Das wollen wir machen. Und wir haben beim letzten Mal, oder eigentlich ja genauer gesagt beim vorletzten Mal, schon ein bisschen was dafür getan. Wir haben die Funksteuerungseinheiten jetzt hier endlich mal an den Start gebracht, dass die endlich mal produziert werden. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und das müssen wir jetzt noch weitermachen. Wir brauchen jetzt natürlich den Exit für die Funksteuerungseinheiten, denn jetzt müssen wir aus den Funksteuereinheiten, müssen wir jetzt tatsächlich mal was machen, und zwar Brennstäbe. Nicht Brennstäbe müssen wir machen, sondern wir müssen machen erstmal die Druckumwandlungsblöcke. Das ist jetzt so der Plan, und dann können wir daraus dann die Sachen machen. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Suchtis Factory reinziehen vor Update 6, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die ist immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende. Ihr könnt gerne die Kommentare benutzen, um mir Dinge mitzuteilen zum Spiel oder auch zum Gameplay oder was auch immer. Was auch immer mir ihr mitteilen möchtet. Ihr könnt mir alles mitteilen, was auch immer. Zum Beispiel, wie ihr das Update-Video fandet, was ja neulich rauskam von Snut bezüglich Update 6 und den Änderungen an der Ingame-Karte und den Masten. Also für mich, wie gesagt, nochmal als kleines Fazit, will da jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Als kleines Fazit kann ich sagen, ist okay für Anfänger, wahrscheinlich viel wichtiger als für erfahrene Sartes-Spieler. Und am Ende des Tages ist es immer nice, wenn sich Dinge verbessern. Ich persönlich finde da jetzt nicht so viele Features drin, mit abgesehen von diesen Anzeigen von den Ressourcen und den und solchen Sachen halt. Aber ja, prinzipiell für Anfänger halt ein Update, ein sartes Anfänger-Update. Dann ist es ja für dich genau richtig. Klappe zu. Genau. So, dann machen wir das mal jetzt hier. Machen wir das mal hier mit diesem Filter wieder, mit diesem Splitter und so, wie wir das hier halt kennen. Jetzt müssen wir von der anderen Seite noch die verschmolzenen Rahmen rüber schaffen. Das ist ganz wichtig, damit wir die dann hier entsprechend einleiten können. Ich wusste gar nicht, dass man diese verschmolzenen oder Druckumwandlungsblöcke, dass man die sowohl im Fabricator als auch in den Teilen hier bauen kann, produzieren lassen kann. Das ist mir neu gewesen tatsächlich. Ja, könnt ihr mal sehen, wie noobig ich manchmal bin. Nicht schlecht. Aber ja, ich bin wie gesagt sehr gespannt auf Update 6. Ein paar Vorbereitungen auf kommende Updates sind ja generell immer nicht so verkehrt. Ein bisschen mehr Strom, ein bisschen mehr Reserven ist immer gut, wenn wir das machen. Deswegen ist das auch mal ganz gut, wenn ich hier mal diese langen Baustellen, die wir teilweise haben. Ja, die Pyramide habe ich ein bisschen weiter gebaut. Die Blade Runner Pyramide. Könnt ihr euch auch im letzten Video mal angucken, was ich gebracht habe. Habe ich ein bisschen weiter gemacht. Ist ja eine Baustelle, die schon gefühlt seit Ewigkeiten am Start ist. Auch das hier mit den Brennstäben. Das habe ich auch mal jetzt, oder will ich jetzt machen. Machen wir ja gerade in diesem Augenblick, genau. Das ist so, sind so ein bisschen die Pläne jetzt. Dass wir da mal was machen. Wir müssen mal was machen. So, hier, genau, so. Habe ich hier eigentlich, ist hier eigentlich Abgrund? Oh ja, vielleicht sollte ich hier mal noch. Einige rechnen schon wieder damit, dass ich wieder sterbe, so wie am Ende der letzten Episode. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen für Sicherheit sorgen jetzt. Und ja, wir sind unter der Map. Nochmal für alle, die gerade ein bisschen geflasht sind, was, wo wir hier eigentlich gerade sind. Ja, wir sind unter der Map. Ganz tief drunter sind wir. Wir sind so tief drunter, dass wir schon drunter durch sind. Ich bin quasi unten durch, kann man sagen. Ich bin so richtig unten durch. Und ich kann mich dunkel erinnern, aber einige fanden das damals auch schon nicht so cool, als ich unter der Map bin. Bei denen bin ich auch unten durch. Bei allen, die das nicht cool fanden, dass ich unter der Map baue. Aber was soll man machen in einem,
In einem Sandbox-Spiel. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ah, okay, jetzt doch. Was soll man machen in einem Sandbox-Spiel, wo man quasi, wo es quasi keine Regeln gibt? Ja, da geht man halt auch mal gerne unter die Map. So ist das. Ist hier eigentlich ein Abgrund? Ja. Das sind so kleine Fallen, die mir nicht gefallen. Ich habe keine Lust, hier runter zu rasseln. Ich weiß gar nicht, was genau passiert, wenn ich... Ich glaube, dann wird meine Kiste in die Mitte der Karte irgendwie... Nee, wie war denn das? Wenn ich da runterfalle ins Nirvana, dann ist meine Kiste beim letzten Ort, wo ich noch oben gestanden habe. Genau, dann wäre meine Kiste wahrscheinlich dann irgendwo auf einer Kante von so einer Foundation oben drauf. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn ich unter der Map sterbe. Ich bin, glaube ich, noch gar nicht unter der Map gestorben. Wird dann vielleicht meine Kiste an die Oberfläche gesappt? Ich glaube, die wird dann an die Oberfläche gesappt irgendwie. Weil der Boden hier unten existiert ja, glaube ich, dann nicht. Ich weiß es nicht mehr. Bin ich schon mal unter der Map gestorben? Ich weiß es nicht. Alles schon wieder so lange her. Habe ich alles verdrängt. Wenn ich unter der Map gestorben sein sollte, habe ich das alles schon wieder verdrängt. So, jetzt pass mal auf hier. Dieses Tingeltangeln ist doch der Wahnsinn. Wir machen jetzt mal hier gleich die Funksteuereinheiten unten rein. Da haben wir nämlich schon direkt die erste Komponente drin, die wir brauchen. Und ja, ich mache gerade bewusst erstmal nur zwei Anlagen. Ich will erst mal gucken, ob die Mengen reichen. Also wir haben jetzt ja hier bei den Funksteuereinheiten haben wir 4 Stück, glaube ich, pro Minute. Wenn mich jetzt nicht alles sehr täuscht. Übrigens, wir hatten gerade das Thema angeschnitten. Ist das eigentlich eine gute Sache, wenn Netflix werbebasierte Abos anbietet und so? Das war gerade eine ganz spannende Diskussion im Live-Chat. Und ich muss eigentlich sagen, für mich persönlich sage ich mal ja. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn sie das machen. Solange halt das Angebot gleich bleibt, beziehungsweise ne, solange du halt nicht irgendwelche Einschränkungen noch zusätzlich bekommst dadurch. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es eine billigere Variante des Abos gibt, wo du dann Werbung gucken kannst und dann ist es aber billiger, aber du hast trotzdem die Features, dann ist das eigentlich okay. Dann habe ich da nichts dagegen. Und ja, das ist auch so ein Punkt. Weil Netflix muss ja gerade ein bisschen was machen. Die sind ja gerade so ein bisschen unter Stress. Könnte man sagen. Nennen wir es mal Stress. Wenn der Aktienkurs aussieht wie eine Klippe im Meer, dann, wenn das so auf der einen Seite so stark nach unten geht, auf der rechten Seite insbesondere, wie so, ne, so... Wie so Wile E. Coyote, wenn er von der Klippe fällt, dann fehlt noch so ein Geräusch. So ungefähr, ja. Ich habe das mal jetzt audiomäßig, habe ich das jetzt mal dargestellt. Da müssen sie wohl gerade was machen, deswegen. Aber ich bin mal gespannt, wie sie sich da am Ende durchringen. Einfach am Ende des Streams ausprobieren, ob man unter der Karte sterben kann. Ja, ob man da sterben kann, das wissen wir schon. Das wissen wir schon. Das ist nicht die Frage, ob man sterben kann. Wir wissen, dass man sterben kann. Die Frage ist, was passiert dann nochmal mit meiner Kiste? Das ist eigentlich die Frage gerade. Also was genau, wo ist dann meine Kiste mit meinem Zeug? Egal. So, jetzt müssen wir von der anderen Seite noch die verschmolzenen Rahmen. Genau, die verschmolzenen Rahmen auf die Seite rüberholen. Jetzt werden einige sagen, warum machst du das denn jetzt da? Weil wir den Verbrauch, beziehungsweise das Lager mit den Uranzellen, das ist da hinten, da unten hinten. Deswegen mache ich das jetzt hier. Dann müssen wir da nicht so weit tingeltangeln für die Dinger. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie wir das jetzt hier reinkriegen. Also wie wir jetzt die verschmolzenen Rahmen rüberkriegen zur Verarbeitung für die Druckumwandlungsrahmen. Die Kiste ist dann unter der Erde, da wo sie auch hingehört. Ja, die ist dann unter der... Ich hätte es gern audiovisuell dargestellt. Da hätte ich ja runterspringen müssen. Nein, hier kann man nicht so tief fallen. Das ist das Problem. Ich bin ja schon an der Grenze von der Todeszone quasi. Das wäre jetzt kontraproduktiv, wenn ich jetzt runterspringe. Da müssen wir wieder ewig hier hinlaufen. Da muss ich wieder mein Zeug einsammeln. Hast du nicht gesehen. So, laufen wir jetzt eigentlich hier die Dinger durch? Nee, immer noch nicht, weil hier Alu nicht kommt. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon das Problem. Aber es sind ein paar von diesen Teilen schon eingelagert. Ich glaube, es lag hier am Wasser. Ja, das lag an dem hässlichen Wasser. Da müssen wir mal hier das Rohr flaschen. Das Wasser wird schon wieder nicht verbraucht. Das mache ich mal kurz. Da müsste das eigentlich weiterlaufen. Gesamtes Netzwerk. Ich flasche mal das gesamte Netzwerk. Ist ja anscheinend eh zu viel am Start hier.
Ja, guck mal, da läuft's wieder. Ja, wir müssen mal den. Wir machen mal einfach einen Schredder dann fürs Wasser, dass wir es einfach mal wegschreddern. Wir füllen das so ab und schreddern das. Dann sind wir es erstmal los. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das oben verbraucht wird. Das habe ich mir angeguckt, habe ich schon wieder vergessen. Ist alles egal. Wie gesagt, wir haben hier schon einen kleinen Puffer für diese Teile da drin. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir damit jetzt rüberkommen auf die andere Seite, nicht wahr? Da machen wir doch gleich mal. Darf ich mal sagen, wie schön hell das hier ist? In dieser Anlage? Ich finde das gut, dass ich hier so viel Fenster schon hier gemacht habe. Ich finde das sehr, sehr schön. Guck mal da, genau. Wenn wir das jetzt so machen. Und hier einfach erstmal das stapeln. Und dann einfach erstmal das rüberziehen. Ne, Moment. Das ist der falsche Eingang. Also ja, das ist der Eingang, aber da wollen wir ja gar nicht rein. Warte, wir wollen ja nach oben. Können wir das nicht theoretisch auch einfach da ganz nach oben an die Wand? Da braucht man keinen Ständer. Auch wenn, ich weiß, ihr wollt gerne meinen Ständer, aber ich glaube, man muss auch mal einen auslassen. So, Moment. Kann ich hier, warte, hier kann ich doch meinen Schweber benutzen auch. Hier ist ja keine Strahlung. Da glaube, dann kann ich das ein bisschen besser machen jetzt. Wie hoch müssen wir denn da? Da müssen wir eigentlich über dieses Förderband hinaus. Warte, da müssen wir ein Stück rüber. Also ein bisschen höher noch. Da auf die Höhe, genau. Das ist eine schöne Höhe. Das ist doch die Höhe hier. Und dann so. Nice, nice. Und dann gib mir mal hier das Band. Sehr schön, genau. Schade, dass man die Wandhalterungen bei aller Quality of Life Änderung, die es jetzt schon gab, schade, dass die nicht automatisch gesetzt werden, wenn man ein Förderband an der Wand lang zieht. Also, dass man dann quasi auch so die, ne, wie wenn man am Boden ein Förderband lang zieht. Vielleicht kommt das ja als kleines Schmankerl noch in Update 6, dass man dann so automatisch Wandhalterungen kriegt. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Ja, wenn man unten ein Förderband platziert, kriegt man ja auch dann diese Ständer für den Boden. Ich hätte aber gerne die Wandhalterungen noch. Siehst du, weil das ist nämlich immer mit dem Abstand so schwierig, das abzuschätzen. Aber jetzt habe ich auch gerade, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich bin ein bisschen zu weit. Eigentlich habe ich, genau, ich wollte gerade sagen, so weit habe ich die gar nicht auseinandergesetzt. Genau, so, guck mal, so läuft das. Sehr schön. So, weiter. Genau, da sind sie, die Rahmen, hervorragend. Immer schön im Rahmen bleiben hier. Wir wollen ja nicht aus dem Rahmen fallen. Bei Kabeln geht das, genau. Deswegen wäre es cool. Oh, Strahlung. Deswegen wäre es ja ganz cool, wenn das bei Förderbändern auch funktionieren würde. Ich lasse jetzt mal kurz den Schutzanzug weg. Ich will das jetzt mal hier schnell noch so machen. Famous Last Words von einem Atombeauftragten. Ich lasse mal den Schutzanzug noch mal kurz weg. Last Words in Tschernobyl. Ich gehe mal ohne Schutzanzug rein. So, Moment. Gib mir meinen Schutzanzug. Gib mir meinen Schmutzanzug, ja. Und dann setzen wir mal hier schön noch hier so. Oder warte, ich kann da eigentlich auch aufmachen direkt. War da nicht sogar schon. Nee, guck mal, da war noch gar nichts, siehst du? Da können wir nämlich einfach das durchziehen. Dann machen wir da mal eine Öffnung. Eine Förderbandöffnung. Und stecken das einfach da rein. Ja, man merkt das hier, unter der Map wird es jetzt langsam ganz schön unperformant an einigen Stellen. Zum einen haben wir ja die Ladeübergangsruckler zwischen den Map-Zonen hier unten. Die greifen wir hier auch. Und zum anderen haben wir ja auch die Gebäude, die oben sind, die sehen wir ja durch die Map unten durch. Das heißt, die sind auch alle immer schön von allen Seiten sichtbar. Das ist für die Performance jetzt nicht so zuträglich eigentlich. Aber naja, was soll man machen? So, wir können ja zum Glück Leitern bauen. Dann nutzen wir das auch mal gleich aus und machen da direkt noch eine Tür rein. Das ist schon alles ziemlich geil, diese Update 5 Sachen. Wobei die Leitern sind, glaube ich, jetzt schon älter. Oh! Ich dachte gerade, ich sterbe. Aber ich bin noch am Leben, alles gut. In den Schacht gekracht. Mal eben in den Schacht gekracht. Alles gut, ich habe kurz nur einen Herzinfarkt gekriegt. Genau, ich wollte hier das stapeln. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und dann da oben eine Öffnung rein. Und dann haben wir nämlich genau die richtige Höhe, die wir brauchen. Tiefer ist immer besser. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Das ist jetzt auf... Ja, doch, es ist auf der richtigen Höhe, glaube ich. Vielleicht ein Meter Unterschied.
Ist auch real am Ende des Tages. Und dann können wir von hier dann die Wandhalterung setzen. Da müssen wir hier nicht so lange Tingel zeigen. Wir wollen ja heute auch mal endlich dazu kommen, dass wir hier jetzt mal diese Verarbeitung machen. Ich will endlich mal Plutoniumstäbe einlagern. Und wie ihr sagt, nochmal kurz zur Erklärung. Der Plan für die Plutoniumbrennstäbe ist nicht, sie jetzt zu verfeuern. Das ist ganz wichtig, dass wir uns darüber jetzt im Klaren sind. Es geht nicht darum, die jetzt schon zu verfeuern. Es geht darum, die einzulagern und erstmal dafür zu sorgen, dass wir da einen schönen großen Stash haben von den Dingern. Weil ich weiß nicht genau, ich habe irgendwie das Gefühl, dass man die vielleicht irgendwann nochmal braucht. Also nicht nur vielleicht für die Stromproduktion und zum Schreddern für Coupons, sondern vielleicht nochmal für was anderes. Oder wenn in einem Update eine sehr große Strommenge für neue Sachen gebraucht werden, also jetzt nicht in Update 6, sondern in einem der ganz weit entfernten Updates noch, wenn da Endgame-Content reinkommt, wo du vielleicht 100 Gigawatt oder so brauchst, dass man mal schnell, ohne dass wir da erst die Produktion hochfahren müssen, ein Lager anzapfen können mit Energie, indem wir einfach schnell ein paar AKWs hinstellen und einfach das Lager mit den Plutoniumstäben anzapfen. Das ist so der Plan dafür. Für alle, die sich fragen, warum ich diesen riesigen Aufwand hier eigentlich betreibe. Ich mache das jetzt einfach mal so. Doppelt gemoppelt hält einfach besser. Genau, man muss auch manche Sachen einfach mal zweimal erklären. Durch Wiederholung lernt man, so ist das ja auch. Deswegen sterbe ich auch manchmal zwischendurch, damit ich das wiederhole, dass es nicht gut ist, dass man stirbt. Muss man ja immer mal auch wieder sich dran erinnern, dass das nicht so toll ist. So, kommen wir jetzt von da. Jawohl, er ist nicht hoch genug. Warte mal. Bisschen drauf achten wollen wir ja nun doch schon auch. Nur ein bisschen. Dass wir so ein bisschen halbwegs die richtige Höhe hinkriegen. Passt schon, Hauptsache es geht rein. Jawohl, die Produktion läuft. So, jetzt muss ich mal schnell gucken. Wir brauchen hier genau immer einen pro Minute. Wir haben ja, glaube ich, eine Produktion von 3. Das heißt, wir könnten, und bei den Funksteuereinheiten haben wir eine 4,5er Produktion. Wenn wir die beiden Produktionen übertakten würden, hätten wir auf jeden Fall nochmal einen höheren Ausstoß. Aber so passt das eigentlich jetzt erstmal. Ich würde das jetzt erstmal genauso lassen, wie es hier ist. Wir schauen mal, ob dann die Rahmen auch durchlaufen. Das ist ja dann auch wieder das Problem. Also da müssen wir ja noch das Wasser loswerden. Das heißt, da muss ich ja eh immer noch ranlaufen. Und solange das nicht durchläuft, brauchen wir da auch erstmal jetzt keine weitere Anlage hier an der Stelle hinzufügen. Wir könnten das theoretisch auch nach unten fädeln eigentlich. Weil wir müssen, glaube ich, auch da unten lang. Da unten ist ja der Tunnel. Oder wir legen es hier oben lang. Unten und oben ist ja alles ein bisschen relativ. Oben, unten. Unten kann auch oben sein. Und oben, unten. Sieht absolut hervorragend aus. So, und damit haben wir jetzt pro Minute, wie ihr sagt, zwei von den Druckumwandlungsblöcken. So, wo machen wir jetzt eigentlich diese Produktion von den Plutoniumstäben? Da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Also wir haben jetzt beide Sachen, die wir brauchen. Gucken wir mal. Plutonium. Wir haben die Zellen und wir haben den Spaß hier, genau. Im Fabrikator, okay. Dann können wir es ja eigentlich auch hier oben direkt aufbauen. Aber vielleicht ist es doch besser, den Fabricator neben die Zellen direkt zu stellen. Weil dann strahlt es da hinten halt. Da wo es sowieso strahlt, sollte man vielleicht auch das machen, was strahlt. Ich mache jetzt hier mal noch eine Tür. Ich brauche hier noch eine Tür jetzt. Eine richtige Tür zum Durchgehen. So eine Durchgangstür, wo man durchgehen kann. Nein, warum brichst du das ab? Weil Sub eingestellt ist. Jetzt genau, eine Durchgangstür. Guck mal, hier können wir auch mal eine Durchgangstür. Hier können wir mal so eine geile Tür hinmachen. So eine automatische Tortür. Warte mal, die will ich ein bisschen nach hinten versetzen. Und das macht man, indem man wieder die Straßensperre nimmt. Das ist dieser clevere Trick. Für alle, die das noch nicht wissen. Und dann kann ich nämlich die Tür nehmen. Kann die so hinter den Rahmen setzen. Hahaha. Und dann ist die so im Rahmen drin. Dann fällt das nicht so aus dem Rahmen. Und wenn ich dahinter noch einen Rahmen haben will, kann ich das genauso machen. Dann kann ich den Rahmen. So. Und dann wähle ich den Rahmen wieder aus. Mit STRG übrigens macht man das, ja. STRG gedrückt halten, wenn man den Rahmen auf dieses Sperrendings da drauf zeigt. Genau, und dann wird das ersetzt. Geil. Und dann habe ich eine richtig geile Tür gebaut. Und wenn ich es noch geiler haben will, könnte ich sogar
die Tür versetzen und dann noch eine zweite hier hinbauen, dann habe ich das, dann geht das so auseinander. Aber das mache ich jetzt nicht, das ist mir jetzt zu aufwendig. Das dauert jetzt zu lang. Ich will jetzt endlich diese Verarbeitung machen. Die ganze Zeit tingeltangel ich schon in diesem Spielstand, dass ich endlich mal die Plutoniumstabsverarbeitungsproduktionsverarbeitung mache. Hast doch genug Filter mit. Naja, ich meine, wir kommen jetzt in den stark strahlenden Bereich hier hinten. Hier, guck mal, wie schnell das runtertingeltangelt. Seht ihr das? Das ist nicht so viel. Nicht ansatzweise so viel, wie es aussieht. Die 56 Filter. So, dann jetzt schnell, schnell, schnell. Jede Sekunde zählt jetzt. Deswegen baue ich das auch so weit auseinander, damit ich möglichst weit laufen muss und dabei möglichst viele Filter verschütt gehen. Okay, oh Gott. Ist es richtig platziert? Na, das werde ich ja gleich sehen. Ob es wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Band reingeht. Und der Lift vor allem. So, wir machen mal die Eingänge hinten. Ja, das geht schon ganz schön schnell, oder? Also, das muss man jetzt mal sagen. So langsam kriege ich schon schwitzige Hände, so ein bisschen. Ich hätte vielleicht noch, bevor wir hierher gehen, noch mal einen Schwung Filter mitnehmen sollen. Aber ihr warnt mich ja dann wieder. Ihr macht dann wieder diesen lustigen Countdown, wie damals im Giga-AKW. Wo dann alle so im Chat runterzählen. Und ich wundere mich, warum zählt ihr runter? Was ist denn los? Das war so lustig. Aber das wird mir nicht nochmal passieren. Weil ich aus Fehlern lerne. Weil ich aus Fehlern lerne, weil ich aus Fehlern lerne, weil ich aus Fehlern lerne. So, genau. Hier ist der Ausgang für die Zellen. Okay, wir nehmen jetzt hier... Wo ist denn der letzte Container? Warte mal, der letzte Container, wo es reinläuft? Ne, Moment. Das ist der da oben, stimmt. Der letzte Container, wo es reinläuft, dann müssen wir es von oben holen, die Zellen. Okay, warte kurz. Wie machen wir das? Wir machen eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung hier, warte mal. Nee, wir machen das mit dem Ständer. Genau, da ist der Ausgang. Komme ich da rüber zu? Ja, guck mal, machen wir es so. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann sind die Dinger schon mal drin. So, jetzt nehmen wir hier alternativ Plutoniumstab, genau. Und dann schon mal gleich den Strom anschließen. Dann sind die Dinger nämlich schon mal drin. Und dann müssen wir uns jetzt nur noch die verschmolzenen Rahmen von der anderen Seite holen. Dann haben wir es ja eigentlich schon. Nein, was mache ich jetzt? Stromo, Arrigato brauche ich. Wo sind ja eigentlich die Stromleitungen? Müssen ja schon welche sein. Da hinten. Sind das Wandhalterungen? Mal gucken. Ja, das sind Wandhalterungen. Ah, das habe ich hier so drunter gezogen. Ja, das ist ja clever. Ist zwar ein bisschen weit weg von hier, aber egal. Ist ja nur behilfsmäßig. Ich werde das wahrscheinlich auch alles nochmal ein bisschen schöner machen. Es geht jetzt nur darum, dass das schon mal alles läuft. Wie 10 von 10. Das kann nicht wahr sein. Okay. Dann, warte, da muss es da hinten noch einen Anschluss geben. Hier hatte ich doch so einen Wartungsschacht irgendwie gebaut. Hier steckt irgendwo... Da! Ich wusste es, dass da irgendwo ein Stromanschluss versteckt ist. 39 Filter noch. 40, Kappa. Ja, 39, ich bin schon bei 39. Ihr seid ja hier voll laggy. Ihr seid ja am Lecken hier. Ihr Harten, ihr. So, warte jetzt. Hier machen wir schon mal gleich den Stutzen, damit er ein bisschen nach vorne geht. Dann kann ich das gleich da reinstecken. Und dann machen wir das Förderband jetzt direkt nach oben. Also den Lift. Da hinten nach oben, zur Seite. Und dann sehe ich das nämlich von unten, wo ich hin muss, nach oben. Wenn ich von oben... Ne, von oben sehe ich, wo ich unten hin muss, wenn ich das nach oben ziehe. Wenn ich oben bin. Von unten. Deswegen mache ich das jetzt so. Wenn ihr versteht. Verstehen Sie die Worte, die meinen Mund verlassen? Noch 35 Filter. Ich weiß, aber jetzt können wir zum Glück erstmal wieder ein Stück weggehen. 35, 34. Ist schon krass, aber jetzt verlangsamt sich's gleich wieder. Jetzt wird's ein bisschen langsamer. Gott sei Dank. Wir müssen ja nur da oben wieder hin, dann ist es nur noch halb so, beziehungsweise viermal so lange. Bis ein Filter verbraucht ist. Ich mag diese Türen, die werden das Bunker-Feeling hier unten so richtig krass hervorheben. Das wird so gut, wenn wir hier einfach mal das mal richtig ausgebaut haben. Wenn ich da mal wieder Langeweile habe, will ich hier unten auch mal wieder ein bisschen mehr machen. Langeweile ist übrigens mein zweiter Vorname, falls ich das noch nicht erwähnt habe. So, genau, jetzt brauchen wir die Teile da hinten noch. Die Worte, ja, aber der Sinn liegt fern. Ja, ist doch schon mal was. Hauptsache, die Worte werden erstmal verstanden. Der Sinn, das,
Der Sinn, der geht dahin. Wo ist jetzt der Schaft, der nach oben geht? Da hinten ist Schaft. Jetzt aufpassen hier, jetzt haben wir hier wieder... Wir sind hier wieder im Prekariat unterwegs. Guck mal, so machen wir das jetzt. Einfach nur schnell das Ding einfach mal rüberziehen. Vielleicht auch gleich auf der richtigen Höhe hier. Hallo? Setzen und suchen. Können wir ja dann eigentlich... Ja, da drüben ist jetzt schon belegt. Ja, halbwegs die richtige Höhe habe ich hingekriegt. Huch. Stimmt ja, da ist ja kein... Sowas kann tödlich sein hier. Ich glaube... Warte mal, wir machen das mal von oben. Dass wir es gleich so hinmachen, genau. Hinmachen. Machen und tun. Komm schon. So, wo können wir da... Okay, wenn wir das so setzen, so, dann sind wir genau richtig, aber ein Stückel nach vorne. Genau so. Jawohl. So machen wir das. Dann ziehen wir das hier an der Seite jetzt einfach vorbei. 29 Filter. Ja, schön, wie ihr da mitzählt. Herrlich. Das ist hier nämlich pädagogisch wertvoll. Hier lernt man nämlich noch was fürs Leben, wie man richtig zählen kann. Man lernt zwar nicht, wie man richtig rechnet. Weit davon entfernt. Aber hey, man lernt wenigstens zählen. Das ist doch auch mal was Schönes. Ist auch was. Kann man auch was mit anfangen. Wenn zum Beispiel wie die bei den Veranstaltungen, die mit den Knipsern da stehen, die müssen auch immer richtig zählen. Wenn die sich verzählen, ey, da in denen ihrer Haut willst du aber nicht stecken, das sage ich euch. Wenn da sich mal einer verzählt, ne? So, dann gehen wir jetzt hier nämlich einfach oben drüber. Genau so, und dann gehen wir wieder runter. Genau so, und dann ziehen wir das jetzt einfach darüber. Wie gesagt, ist erstmal nur temporär. Wie ich die Bänder jetzt hier. Ich werde das vielleicht dann einfach nochmal in dedizierte Schächte nochmal reinbauen, so dass das halt auch wirklich alles Hand und Fuß hat. Und vielleicht jetzt hier nochmal. Ah, ne, warte. Wir gehen bis hier hin und gehen dann hier rüber, genau. Weil dann sind wir nämlich genau unter dem Weg. Nein! Ich habe keine Dinger mehr. Egal, ich brauche auch keine mehr, glaube ich. Oder? Brauche ich hier für die Teile? Brauche ich da Platten? Ja, so ein bisschen, verdammt. Für die Ständer brauche ich Platten. Na gut, da müssen wir halt zur Not so eine kleine Abkürzung legen einfach. Wie gesagt, ist ja erstmal temporär. Aber Platten gibt es hier, glaube ich. Also, die müsste ich hier eigentlich bekommen. Na hallo, wieso setzt er das denn jetzt nicht? Wieder dieses Klickproblem hier. Ist das gerade? Ja, ist es gerade. So, dann rüber. Ah ja, guck mal, wir haben ja noch drei. Dann lege ich das von hier jetzt mal schräg rüber einfach. Also so. Hier hin und dann dahin. Yes, guck mal, da brauchen wir auch keine Platte. So, das müsste es jetzt eigentlich sein. Da müssten die jetzt eigentlich... Ja, da sind sie schon, oder? Da hinten. Da gehen sie hin. Hui, sehr schön. Und läuft das jetzt da unten? Jetzt müssen wir mal gucken. Hier die Produktion läuft noch? Ja, die läuft noch, okay. 24 Filter habe ich noch, um nachzugucken. Augen zu und rein. Bei 1 ist es schon zu spät. Ja, da ist es zu spät, das ist richtig. Da muss ich dann schon die Beine in die Hand genommen haben. Müsste aber eigentlich jetzt laufen. Ach so, stimmt, wir müssen ja noch Lagerbehälter aufstellen für die Dinger. Okay, aber so langsam wie die produziert werden, da kann ich glaube ich auch erstmal einen hinstellen. Dass, wenn der überhaupt voll wird, der eine. Machen wir erstmal nur einen jetzt. Vielleicht auch dahin, wo wir noch Platz haben, um das zu erweitern. Das wäre vielleicht auch noch ganz gut. Aber vielleicht auch nicht unbedingt zu weit weg. Da rechts daneben, da steht ja, glaube ich, der Atommüll sowieso im Lager. Da drüben drin, genau. Da war das Restmülllager vom Atommüll, das ist der Zwischenpuffer quasi. Aber der war ja schon voll. Den haben wir auch nie wirklich erweitert. Dann stelle ich das jetzt einfach hier direkt daneben. Hier so mit so ein bisschen so einem Abstand. Warte, mach das mal noch länger. Ach, kann ich ja nicht, verdammt. Okay, kann ich trotzdem das Lager? Das Lager kann ich bauen. Dann mache ich das jetzt hier. Warte, hier hin. Hier so. Nicht sterben jetzt. Ha, ich muss ja noch fusionieren. Organisation. Warte, ich fusioniere das jetzt einfach ab und... Nein, ich kann keinen Fusionator machen.
Okay, egal, warte dann. Ist Wurst, warte, ich weiß, wie ich... ich das mache. Machen wir es erstmal so. Das ist auch mal eine Art, was zu fusionieren, oder? Aber hey, ich meine, da kommt eh noch nicht so viel durch. Die werden eh nicht verlaufen, die Bänder. Guck mal, das braucht ja... das sind ja nur 0,5 pro Minute. Das ist ja lächerlich. Da ist ja der Weihnachtsmann schon 5-mal gekommen, bevor hier was passiert. Ja? 17, ja, ich weiß. Ich renne ja schon. Ich laufe ja schon weg. So, aber die... aber warte mal. Nochmal schnell hingucken. Moment, ich muss da schnell mal nachgucken. 14 Blöcke sind da drin jetzt. Das ist aber gar nicht so viel. Schnell raus, schnell raus, schnell raus. Countdown läuft, es sind nicht mehr viele. Der Countdown läuft. Oh Gott, der Countdown läuft. Er läuft. Und der Spielbär läuft auch, er läuft auch. Ich renne, ich renne. Das läuft auch, guck mal, wenn der Atommüll nachrutscht aus dem Lager, dann haben wir es richtig gemacht. Dann haben wir alles korrekt abgewickelt. Nicht schlecht. 14. Oh mein Gott. Mal sehen, ob wir es auch irgendwann mal schaffen, dass unser Brennstoff, also Quatsch, unser Zwischenlager vom Atome hier beim Zug, ob das dann auch mal wieder leer läuft. Bin ich mal gespannt. Da müssen wir jetzt natürlich dann dafür sorgen, dass da hinten das Aluminium noch vernünftig durchläuft. Da gehe ich jetzt noch mal schnell hin. Guck mal, hier ist ja mein Timer schon wieder sehr langsam. Und auf der anderen Seite, da wo das Aluminiumverarbeitungsdingens ist, ist ja keine Strahlung. Gehen wir mal schnell hier hin. Machen wir das mal schnell. Gucken wir mal schnell nach. Renn um dein Leben, Kappa. Hier hinten. So, jetzt schauen wir mal. Ist da jetzt wieder das Wasser vollgelaufen? Bestimmt, wa? Guck mal, ja, das ist wieder vollgelaufen. Ja, das ist noch so die letzte Baustelle, die hier jetzt noch ansteht. Wir müssen hier jetzt dann das Wasser abfließen lassen halt. Oder beziehungsweise halt irgendwie das Wasser halt schreddern, damit das halt nicht die Rohre verstopft. Aber wir haben ja hier auch Behälter, das ist ja hier eigentlich auch möglich. Ich glaube, ich hatte sogar die Behälter genau mit dem Hintergedanken gemacht, dass man das Wasser hier schreddert. Oder wir leiten das mit in den... stimmt, wir haben hier schon einen Schredder für Wasser. Da könnte man es theoretisch mit reinleiten. Wäre theoretisch eine Idee. Aber naja. Genau. Auf jeden Fall finde ich das schon sehr gut, dass wir jetzt hier endlich die Verarbeitung gemacht haben. Alter, wie lange habe ich dafür gebraucht? Da habe ich so lange für gebraucht. Das hat sich jetzt auch schon mindestens ein Jahr zieht sich das hin, dass ich das machen will. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Endlich habe ich es geschafft. Endlich habe ich es mal geschafft. Unglaublich. Wasserschreddern. Wait, what the... was man halt so macht in seiner Freizeit. Da ist doch gleich Plastik in der Nähe. Ja genau, und da sind auch Behälter, wie gesagt. Hier, die gehen hier sogar auch rüber schon. Da ist sogar eine Anlage. Wir machen mal gleich noch eine Anlage für Bärhälter. Bärhälter. Wir brauchen mehr Bärhälter. Da müssen wir noch den... ach so, ja, ich habe ja keine. Moment, ich muss erstmal Platten holen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo sind denn die Platten? Die hatten wir hier auch produziert. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo die sind. War das nicht sogar... warte mal, hier für den Kunststoff? Ah! Platten, sehr gut. Einfach mal in den Nachbarn reingeschaut. Und dann einfach mal reingesteckt und rausgezogen. Beim Nachbarn. Hat beim Nachbarn alles so geht. Nicht schlecht. So, und dann macht das da rein, genau. Und dann macht man hier Bärhälter. Wo sind sie denn, Bärhälter? Da! Kunststoffbärhälter. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe es eingefärbt. Haha, das wollte ich gar nicht machen, aber habe ich es trotzdem gemacht. Da wollte ich das randengeln, genau. So, und dann macht mal hier einen Abfüller. Wo war denn der Abfüller nochmal? Bei Produktion, ne? Nee. Bei Spezial? Ich bin blind. Da ist er doch, Umfüllanlage. Abfüllen. Genau. Reinstecken, abfüllen und dann weg damit. Hier noch absplittern hier. Also Kreuzung rein. Mach's mal nach oben. Jetzt gerade ist ja kein Wasser drin, genau. Hier mach mal hier das, genau. Das Rohr ist zu lang. Dein Ernst? Okay, warte. Ist okay. Nehmen Sie es nach hinten.
Wenn das Rohr mal wieder zu lang ist. Naja, das ist ja Kritik, die ist ja eigentlich keine Kritik, das ist ja eigentlich ein Lob. Das hört man ja eigentlich ganz gerne. Guck mal, da steckt es auch drin. Mit ein bisschen Kraft geht das schon. So, jetzt hier. Wir müssen verpacktes Wasser, genau, einstellen. Den Strom umraten. Jetzt habe ich schon wieder den eingefärbt. Ich sehe schon, das wird hier unten alles weiß eingefärbt irgendwann. Sehr gut. Und es wird abgefüllt. Nice. Und noch ein Schredder. Wo ist er? Oben bei Spezial. Der ist bei Spezial. Der Awesome Schredder, genau. What? Warum schwebt denn der? Da denn jetzt los? Bitte da hinstellen. So, und rein damit. Und noch Stromo dran, weil der braucht auch Strom. Ja, der braucht auch Strom. Das macht man jetzt auch hier hinten ran. Nice. Und dann werden wir das Wasser los. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob dieses Wasser noch irgendwo anders gebraucht wurde. Zur Not müssen wir da halt ein Ventil einsetzen. Muss ich der Sache mal nachgehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber so müsste jetzt hier auf jeden Fall die Aluproduktion durchlaufen jetzt. Ja, guck mal, die läuft jetzt durch. So muss das nämlich sein. Und dann läuft das hier nämlich auch durch. Und damit haben wir jetzt tatsächlich die Verarbeitung hingekriegt. Ah, Treibstoff fehlt. Okay, da muss ich mal gucken, woran das jetzt liegt. Der fehlt nicht. Also der ist am Start. Wird auch produziert, aber kommt zu wenig. Der kam von oben. Der Treibstoff. Der kam aus der Etage darüber. Oh Gott. Da strahlt es wieder ganz schön. Damals gab es, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, noch keine Leitern, glaube ich, wo wir das hier gebaut haben. Die Leitern kamen danach. Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ah, Schwerölrückstand fehlt. Okay, warum fehlt der? Weil unten der Kunststoff nicht schnell genug verbraucht wird, glaube ich. Warte mal, da müssen wir mal den... Nee. Doch, ja doch, weil unten der Kunststoff nicht schnell genug verbraucht wird. Weil der nicht schnell genug produziert wird. Wird denn hier noch Treibstoff abgedingst? Dass wir das vielleicht hier einfach mal abknippern hier. Guck mal hier, hier laufen nämlich noch Generatoren. Warum laufen die eigentlich? Kein Strom. Ich weiß nicht mehr genau, was das für einen Sinn hatte. Kann man das abknippern? Macht das irgendwas? Scheint nichts zu machen. Ist, glaube ich, egal. Das war mal als Notstrom gedacht, glaube ich. Ja, das war mal der Notstromgenerator. Falls mal irgendwie die Stromleitung nach oben hin abgeknippert wird. Ich glaube, so ist das besser. Das Zeug brauchen wir da hinten dringender. Wenn denn mal irgendwann was produziert wird. Oh Gott, ich habe gleich nur noch 13 Filter. Hier hinten ist keine Strahlung mehr. Das ist eigentlich ganz geil. Eigentlich hätten wir diese ganzen Produktionen viel weiter wegbauen müssen, damit wirklich der strahlende Bereich ganz irgendwie ganz am Ende irgendwo ist. Aber man kann ja theoretisch den strahlenden Bereich noch weiter nach hinten verschieben, indem man einfach die Bahnstation versetzt, wenn die dann mal irgendwann leer sein sollte, und dann die ganzen Anlagen einfach noch weiter nach hinten verschiebt, die vorderen leer laufen lässt und die dann abreißt. Das würde ja auch gehen. Aber hier ist auch noch Uran. Das kommt auch noch dazu. Das kommt erschwerend noch hinzu. 13. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Wir gehen jetzt wieder raus aus dem Lager. Ich glaube, ich will mein Leben jetzt hier nicht überstrapazieren. Ich will noch mal kurz gucken, wie viel hier jetzt noch drin ist. Oh, guck mal, es wird weniger. Das machen wir hier brechend voll. Das ist ja geil. So wollen wir das haben. Der ganze Atommüll soll schön zu Plutonium stehen werden. Wie gesagt, der Plan ist nicht, sie zu verbrennen. Der Plan ist nicht, sie zu schreddern. Der Plan ist, sie einfach erstmal aufzuheben. Man kann den Atommüll nicht schreddern. Man kann ihn aber, wie gesagt, zu diesen Plutoniumstäben verarbeiten und die kann man dann schreddern. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen das aufheben. Also diese verarbeiteten Stäbe, diese Plutoniumstäbe, damit wir sie quasi als gigantische Batterie benutzen können. Wenn irgendwann mal eine exorbitant große Menge benötigt wird an Energie für eine Aktion im Endgame oder so, dann habe ich gleich einen riesigen Energiespeicher, wo ich einfach nur anschließen muss, ein Förderband und ein bisschen Wasser und dann eine große Menge an Kernreaktoren einfach sofort jumpstarten kann. Das ist so der Plan.
Und deswegen, das ist quasi wie so eine Batterie, muss man sich das vorstellen. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator-Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Sucht dies Factory. Bis dann, ciao, ciao.